Wenn Also, du dir selbst beim Stream zuschaust über den Browser, oder? Nee, ich hab's einfach aus hin und wieder zur Kontrolle nebenbei offen, ja. Ach so, okay. Ja, bei Blümchen hat der Stream keinen großen Delay, meinst du? So, was ist jetzt mit seiner Dusche? Sag mal. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass er die Dusche trocken machen muss, ja, weil sonst irgendwie Gefahr besteht, dass das Ding anfängt zu schimmeln, wie es halt ja sein kann. Fun Fact, ich bin am Dienstag, oder was, Mittwoch, nee, Mittwoch war es, glaube ich, aus meiner Wohnung notausgezogen, weil es komplett angefangen hat zu schimmeln. Oh, krass. Ja, richtig geil. Trading hat 4 Sekunden Delay. Ja, es ist unterschiedlich. Ja, was war die Frage jetzt? Von jetzt auf gleich angefangen zu schimmeln oder erst bemerkt? Erst bemerkt. Also ich sag's mal so, wir haben... Es war sowieso geplant, dass wir ausziehen aus der Wohnung, weil einfach, weil es eine komplette Frechheit war. Wir waren der Erstmieter drin und für ein Jahr, also fürs erste Jahr jetzt quasi drin. Es war eine absolute Katastrophe. Der Vermieter, das war ein altes Zollgebäude, der das komplett neu renoviert hat, damit man Mietwohnungen daraus machen kann. Und im Winter, also die Fenster sind komplett undicht, die ziehen wie Sau. Ja? Ich habe über 8 Stunden lang durchgeheizt, ja, mit Vollgas, habe die Heizung auf 21 Grad eingestellt, also damit die Wohnung halt 21 Grad bekommt und sich die Heizungen dann, sobald sie die Temperatur erreichen, regulieren. Ne? Nach über 8 Stunden Heizen waren wir auf 18,4. Okay. Die Wohnung kommt nicht auf 20 Grad. Stromrechnung durfte ich 816 Euro nachzahlen, weil er die ganze Wohnung mit Infrarot heizen will, was einfach nicht geht. Ja? Und dann habe ich irgendwann, es gibt auch noch diverse mehr Sachen, wie es gibt keine Parkplätze, ständig stehen andere Leute und Polizei und Lastwagen auf Parkplätzen, blockieren die Parkplätze, da kommst du nicht hin. Die ganze Infrastruktur in der Ortschaft ist generell katastrophal, weil du hast einen ADEC, ja, der hat dreimal in der Woche bis 12 Uhr mittags offen und das war's. Du hast keine Busanbindungen und das mehr hast du in der Ortschaft nicht. Also du hast wirklich gar nichts. Ne? Und dann irgendwann, da haben wir gesagt, generell war auch die Miete viel zu hoch für die Ortschaft, weil annonciert war das Ding mit 150 Euro weniger und auf einmal beim Mietvertrag unterschreiben waren dann 150 Euro mehr im Vertrag drin. Ne? War ich zu langsam? Nee, noch. Ich habe da mal ein bisschen die Main Story Quest weitergemacht. Ja, und dann haben wir bemerkt, okay, die Fensterecken fangen an zu schimmeln, ja. Also du kannst schon mal anfangen, also ich kann anmelden. Ich melde hier mal 50, 60, 70 an, ne? Haben wir bemerkt, okay, die Ecken bei jedem Fenster in der Wohnung fangen an zu schimmeln. Haben wir das halt immer weggewischt, ne, aber... Ja. Mhm. Haben wir schon gesagt, okay, wir gehen eh raus, also... Ärgere ich mich jetzt nicht großartig mit rum. Und dann haben wir aber bemerkt, dass hinten im Gegenstand im Schlafzimmer die Wand von unten hoch richtig heftig großflächig rüberschimmelt. Und mit großflächig meine ich, das waren so ungefähr 2 Meter in der Breite und 50 Zentimeter in der Höhe. Also es war schon sehr, sehr großflächig. Und das im Schlafzimmer, direkt neben dem Bett. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, da gehen wir jetzt sofort raus. Das tun wir uns nicht an, das ist mir zu blöd. Nee, das ist so wahrscheinlich das Vernünftigste. Ja. Also ja, punkto Schimmel habe ich jetzt auch schon was hinter mir. Da habe ich mal deshalb meine Wohnung nicht bezogen gehabt, weil ich schon beim Besichtigungstermin, der uns ein bisschen schwer gestaltet wurde, ja, festgestellt, dass die Bude tatsächlich auch irgendwo an einer Decke schimmelt und dann dieses Jahr, aber das wird noch beseitigt. Aber sie müssen jetzt unbedingt den Mietvertrag unterschreiben. Ja, natürlich. Bevor nicht alle Mängel behoben sind, unterschreibe ich dir gar nichts. Ja, dann tut mir leid, kommen sie nicht mehr zum Mieter in Frage. Dann muss wieder angemeldet werden. Achso, weil man muss wieder anmelden, weil jemand zurückgezogen hat? Weil von uns unser lieber die Idee nicht angenommen hat. Achso. Ja, sag mal. Was ist denn los? Annehmen musst du schon, Kollege. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ryu is a Marine. Oh, okay. Also ist das manchmal. So hat es aber nicht zu sein. Das nicht. Hochverrat. Betrug, Meuterei!
instant, ob du willst oder nicht annehmen, Einstellung einbauen. Dass ich gar nicht mehr die Option habe, zu vergessen anzunehmen. So, habe ich die Quest jetzt endlich mal fertig hier? Nee, habe ich nicht. Das dauert ja Ewigkeiten. Da kommen immer mehr. Was ist da los? Okay, jetzt bitte annehmen, ne? Habe ich gemacht, ja. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Jetzt nimmt der nächste die den halt an, ne? Immer die DDs! Das war echt, sorry. Sorry! Ne, nix, sorry hier. So hat das nicht zu sein. Oder was hast du gerade gesagt? Vorhin. Ach Gott, die Instanz schon wieder, die hatten wir gestern. Mann, hey. Vor allem ist das die Instanz mit der ihren. Also diese komplett durch, die alte. Ach, keiner von euch tankt? Nee. Ihr seid ja richtig volle Socken heute. Wahnsinn. Ja, Random Tanks gehen ja auch. Wipe. Ich bin Random Tanks nicht mehr gewohnt. Zumal ich das immer voll die Enttäuschung finde, wenn ich dann in so Low-Instanzen drin und voll wenig Skills zur Verfügung habe. Und dann denke ich immer, ja, hast du als Tank dann praktisch ein Skill, den man hämmert, um AE-Aggro zu halten. Wirklich? Das klingt jetzt nicht sonderlich spannend. Nein, das ist es tatsächlich nicht. Wie lang ist der DR in dem Spiel eigentlich? Was? Der Diminishing Return Effekt. Also, wenn ich jetzt jemand, wenn ich Mobs stunne, ne? Also mein Sanctus hat einen 4 Sekunden Stun, dann 2 Sekunden, dann 1 Sekunde und dann sind die Mobs immun. Das ist dieser DR Effekt, zumindest nennt sich das in WoW so. Wie lang ist der? Also wie lang sind die Mobs dann immun? Wann sind sie wieder nicht mehr immun? Das weiß ich gerade absolut nicht. Okay. Das ist unterschiedlich pro Mob und pro Dungeon so gesehen. Weil ich sowieso nur ein Skill habe zum Stunnen und der hat 40 Sekunden einen Cooldown. Ja, ich habe einen AOE-Stun, der absolut keinen Cooldown hat, von daher, ne? Ja gut, wie Rio die Tatsache immer noch ignoriert, dass Shadon einen Dodo-Mond hat. Ich glaube, der ist einfach eifersüchtig gerade. Das ist das einzige Mount, das ihm noch fehlt. Dieser eine Sprung, den man als Dragoon hat namens Wirbelsprenger, hätte, meine ich, auch mal gestunt, aber das tut er wohl nicht mehr. Du meinst den blauen Sprung? Nee, nicht den blauen, der ist so... Ja, eher weiß und rot mit so einem Mannequin drin, was aussieht, als ob da gleich Blitze rumfliegen. Alter, so viel AOE, ich komme hier gar nicht zum Stuncasten, das ist ja schrecklich. Das ist der zweite Sprung, den ich jemals sehr gut kriegt. Uiuiui. Und da war heftiger AOE-Damage reingehört. Kappa. Irgendwie, ich hab auch gelesen, also nicht gelesen, Blödsinn, was sage ich, in einem Video habe ich gesehen von Shadowbringers, einen White Mage in einer Instanz. Der hat nur noch einen Damage-Skill gecastet. Das waren irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Strahlen. Das waren immer Steingar oder Steinra oder was auch immer. Das waren einfach nur, sah aus wie ein Holy Spell. Ja, der ersetzt denn so gesehen deinen Steinspell da. Und wann bekommt man den? Weiß keiner, ne? Über 70. Ja, okay. Musst du in deine Liste gucken? Wenn du gleich dafür hast du die Liste. Würde ich nachgucken. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Blendung war das. 72 bekommst du den. Achso. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, sich Debuffs irgendwie besser anzeigen zu lassen im Gruppenmenü? Das weiß ich auch gerade gar nicht, aber das wäre gar nicht so verkehrt. Weil ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer, Debuffs von normalen Buffs unterscheiden, zu unterscheiden in dem Menü.
Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Da musst du quasi auswendig wissen, wie die Buffs der Klassen aussehen, um dann eben die Debuffs zu erkennen. Und ja. Was ja keine Add-ons gibt in Final Fantasy, also keine, ich meine jetzt nicht Expansions, sondern eben so kleine Add-ons, die wie in WoW, Damage Meter und Healbot und wie es alle heißen. Hast du auch keine externen Möglichkeiten, das irgendwie. Ich meine sogar hier in Final Fantasy 14 ist es, selbst wenn man so ein externes Programm für Damage-Messungen verwendet, ist das schon seitens Square Enix Bedingungen nicht gewollt. Das kann man so beantworten. Ja, okay, das finde ich aber gar nicht so verkehrt. Ich finde es eigentlich gut, weil ich war immer gegen diese Add-ons in WoW, weil erstens Damage Meter, da hast du ein riesiges Problem, dass die Leute dann so Damage-geil werden, dass sie einfach nur schauen, dass sie irgendwie Damage spammen. Ja, das ist richtig. Und dann werden Boss-Mechaniken einfach ignoriert, damit eben ein bisschen mehr Damage reinkommt. Und dann spielen die Leute mega risky, nur damit sie ein Stückchen mehr Damage gemacht haben. Mhm. Und dann gibt es halt noch so ganz krasse Add-ons wie DBM, also Deadly Boss Mods, ne, der ja dann die Boss-Mechaniken vorankündigt und ansagt. Ja. Das finde ich komplett für den Hugo. Also das finde ich total bescheuert. Das spielt das Add-on das halbe Spiel für dich. Also nicht, ja. Add-ons können schon eine ganze Menge für einen übernehmen. Das ist richtig, ja. Im PvP, ich habe ja auch in WoW sehr viel PvP gespielt und da gab es ja auch ein richtig krasses Add-on. Das hieß Gladiator Loss SA. Das hat in der Arena in WoW einfach mal angesagt, wenn Spieler gewisse Fähigkeiten benutzt haben in der Arena, also gegnerische Spieler. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen defensiven Cooldown gezogen hat, hat das eine Stimme in deinem Spiel im Client angesagt. Oder wenn dich jemand CC'en wollte mit einem bestimmten CC, wurde das auch von der Stimme angesagt. Ja, krass. Das ist richtig heftig. Also das ist ja dann schon wirklich sehr stark an der Grenze von Cheaten. Und das Add-on wurde auch verboten in Turnieren von Blizzard. Im eigentlichen Spiel nicht, interessanterweise, aber in Turnieren schon. Ja, nee, also ich finde, das sind manche Add-ons schon tatsächlich überfallen, wenn man sich von denen zu Add-on wird. Im Classic war das eigentlich sogar noch krasser, da kommt man die ganze Befehle und so weiter noch selbst schreiben, sich ein Makro schreiben, was dann fast für einen spielt. Ja, na, in Classic, ganz am Anfang von Classic, konntest du dir mit den Makros tatsächlich einen Bot schreiben. Also wirklich, der hat den Mobs gefarmt. Die mussten die Makros nerven dann. Naja. Das Einzige, was ich mal verwendet habe, war so ein Klicker-Dings. Weil ich keinen Bock hatte, immer zu klicken wegen irgendwas, habe ich das mal benutzt, aber schon lange her. Ich habe mir mal einen geschrieben gehabt, der springt. Da habe ich, glaube ich, auf einen Invite für irgendwas gewartet und wollte halt AFK gehen. Aber wenn du eine Zeit lang stillgestanden bist, na, dann hat es dich ausgelockt. Aber es war kein Marker, ich glaube, das war von Maus oder Tastatur. Das Treiberprogramm, also Razer sowieso oder so wird das gewesen sein damals. Und da habe ich einfach gesagt, jo, alle x Sekunden spring einmal, drück die Leertaste, ne? Achso. Damit ich nicht ausgelockt werde. Lass den, der am wenigsten aushält, alles machen. Ja, genau. Damit spannend ist. Ja. Ist klar, meine Freunde, ist klar. Ich meine, das Dungeon kennen wir jetzt schon auswählen. Ich hoffe, für Alliance Raid bekommen wir wenigstens, bekommen wir wenigstens den dritten Teil. Weil das ist der spannendste. Finde ich. Also das ist der,
Ja, da muss man auch wirklich was machen. Bei den anderen zwei, da bist du nur AFK und ja. Das ist richtig, ja. Die sind nämlich ziemlich langweilig. Ich war enttäuscht, als ich den freigeschaltet habe und dann dachte ich mir, das wird bestimmt cool. Und dann war ich doch irgendwie enttäuscht da. Ja, es war wie LFR in WoW. Oh, was? Ja. Wie lange hast du WoW denn gespielt? Also Gott, ich muss mich ja teleportieren. Was habe ich denn gespielt? Ich habe irgendwo in BFA habe ich noch gespielt, aber dann aufgehört. Hat doch so lang. Auf jeden Fall vor einer ganzen Weile habe ich, also ich habe sehr lange noch nicht gespielt, aber dann hatte ich zu BFA wieder angefangen, dann ein bisschen reingeschaut. Das habe ich aber nicht so tief gespielt und naja, letztendlich hatte ich dann doch die Motivation nicht mehr. Hab dann wieder aufgehört. Ich habe seit Classic auf und ab gespielt, quasi, also gespielt, dann wieder Pause, dann wieder gespielt, dann wieder Pause. Und BFA habe ich es nicht mehr geschafft, dass ich auf 120 level. Ich glaube mit 117 habe ich aufgehört oder so. Da hatte ich das hat auch den Grund gehabt, dass ich dann einiges im echten Leben zu tun hat und einfach dann wenig Zeit dafür hatte. Aber trotzdem, irgendwie hat es nicht mehr so geflasht. Nee. Ich würde jetzt auch sagen können, hat sich nicht gelohnt, das Spiel, das Addon. Ja, das definitiv. Außer der Level Boost auf 110 damals noch in Legion für die Vorbestellung. Bei Legion habe ich wirklich Zeug rausgespielt, muss ich sagen. Legion habe ich eigentlich relativ aktiv gespielt auch. Aber auch nur, also was habe ich? Nighthold habe ich geraidet. Aber das war es eigentlich auch schon wieder an Raids, sonst habe ich nur PvP gespielt. Ich habe sehr viel Gemischtes gemacht. Für Raiden, also mal ein bisschen. Ja, die üblichen Weltquests halt oder was man halt sonst so macht. Ja, die Weltquests, ich habe sie gehasst. Ja. Artefakt macht Grind. Ja, mega nice. Bester Content ever. Also wer sich das ausgedacht hat, der. Aber die Scheiße haben sie ja fortgeführt mit dieser blöden Kette, ne? Hab ich gehört, ja. Ein Freund von mir, der Johnny, ist eh auch im Streamchat, der hat BFA auch gespielt und hat jetzt aufgehört für Classic. Ich habe dann auch wieder Classic angefangen zu spielen, aber mit Level 30, ich glaube sogar 29 oder so, habe ich es dann wieder bleiben lassen, weil es irgendwie. Es ist. Die Raids, also. Das Leveln war zäh, hat sich extrem gezogen, das hatte ich eh so in Erinnerung, das war mir eh bewusst, aber wie ich mir dann eben so auf YouTube auch wieder den Endcontent angesehen habe, wurde mir irgendwie so ein bisschen klar, jo, eigentlich waren die Raids damals echt stumpf. Und das ist halt so. Ja, und das PvP war auch extrem unbalanced und dann habe ich mich auch wieso mache ich das eigentlich? Ja, dann habe ich mir eine Pause gegönnt, ein bisschen was anderes gestreamt. Resident Evil und Spyro und so Singleplayer-Gedöns halt, ne? Und dann kam ein Freund, der Tyrotos, und der meint, hey, ich fange mit Final Fantasy 14 wieder an. Mach mal mit. Habe ich noch nie gespielt, mache ich mal mit. Gute Entscheidung. Ja. Bin momentan noch ganz zufrieden damit, vor allem ganz besonders heute, weil ich ein krasses Totem habe. Der Tag wird in die Geschichte eingehen, 14.12.2019. Noch nicht mal Level 70, aber hat einen Totemwand. Oder ab wann hätte man normalerweise einen Totemwand bekommen können? Ab 70, oder? Also das wäre so der Punkt, wo es... Keine Ahnung. Also du kannst in den, in die Himmelsäule kannst du mit Stufe 61. Ja, aber normalerweise die meisten Leute wären es dann in Stormblood erst mit 70 freigespielt haben, oder? Also weil sie das... Nein. Nicht? Nein, das ist sogar noch im Anfangsgebiet. Du musst halt nur Himmel, den Palast der Toten auf 50 zumindest fertig haben. Okay. Den habe ich immer noch nicht mal zur Hälfte geschafft. Ich habe angefangen, aber sein gelassen, wo ich da unbedingt die Waffe aushaben will, weil die einfach nur
krass leuchtet, mehr nicht. Welche Waffe? Ja, diese Partial-Waffen aus Palast der Toten. Ich glaube, Palast der Toten werden wir eh noch öfter laufen dann demnächst, also in Zukunft.